Na gut. Runtergepackt. Hi. Wen haben wir denn hier? Du hast Ohren und einen Schwanz wie ein Tier. Bist du ein Familiar, so wie Meteon? Was kann ich für dich tun? Das ist da jetzt. Ich möchte etwas über Elpis lernen. Das Familiar ist also neu hier. Dann werde ich erklären, was es bei uns so alles gibt. Wie du weißt, ist es unsere Pflicht, den Planeten und zu einem besseren Ort zu machen. Zu diesem Zweck benutzen wir Schöpfungsmagie, um neues Leben zu kreieren. Wir können nicht einfach jedes Leben in die Welt, in die weite Welt entlassen. Das würde zu großer Unordnung führen. Jedes Lebewesen muss auf seine Tauglichkeit getestet werden. Diese Tests führen wir in Elpis durch. Wir beobachten jede Schöpfung, registrieren ihre Eigenschaften und finden angemessene Lebensräume für sie. Dann testen wir, welchen Einfluss sie auf den Lebensraum und andere Spezies ausüben. Wenn die Schöpfung dem Planeten einen Nutzen bringt, hat sie sich einen Platz in der Welt verdient. Auch ihr beide würdet in dem Wunsch erschaffen, den Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Also gehorcht euren Schöpfern, ja? Das tun wir, Memnon. Danke für die Lehrstunde. Jetzt bin ich dran. Woher kommst du? Von einem Ort, der ganz weit weg ist. An einem Ort, der in großer Gefahr ist. Ganz weit weg. Ist es hier gerade Katzensprung? Da kenne ich ihn nicht. Ich weiß nicht viel über andere Orte. Aber ich spüre, dass dieser Ort wichtig für dich ist. Ich erkläre es dir. Dafür müssen wir zuerst eine Schöpfung suchen, die dich zu tun hat, was? Habe ich gerade aus Versehen zwei Dinger weggeklickt. Huch. Gefunden. Ach so, cool, oder was bist du denn? Du guckst aber grimmig. Du bist ein böser Vogel. Ich traue dem Vogel nicht. Ein was? Das sieht aus wie ein Fußschnabel. Ein was für ein Vogel? Was ist denn ein Fußschnabel? Ja. Okay. Oh Gott. Ah ja. Diese Schöpfung sollte gut sein. Echt? Ich habe dieses Geschöpf noch nie gesehen. Ob es neu hier ist? Egal, ich zeige dir jetzt, was ich kann. Gedanken lesen. Der denkt einfach nur, wem kann ich als nächstes die Augen auspicken? Der afrikanische Vogel, der auch Abu Markub genannt wird. Ach du Kuh. Das Viech gibt es wirklich? Der unfreundlichste Vogel der Welt. Nanu, ich kann das nicht. Oder vielleicht gibt es bei dieser Schöpfung einfach nichts zu lesen. Ich versuche es nochmal. Diesmal bei dir. Hallo, kannst du mich hören? Das ist meine Fähigkeit. Ich kann die Gefühle von Lebewesen um mich herum spüren. Und ich kann ihnen meine Gedanken senden. Ich spreche nicht wirklich mit dir, auch nicht in Gedanken. Du wandelst meine Gefühle in Worte. Intelligente Lebensformen können das unterbewusst. Für meine Aufgabe ist das sehr wichtig, denn so kann ich mit verschiedenen intelligenten Lebensformen kommunizieren, ohne ihre Sprache zu kennen. Aber mit meinem Mund kann ich dafür meine Gedanken nicht so gut ausdrücken. Hermes möchte trotzdem, dass ich mehr spreche.
Ich soll nicht so viel in den Gefühlen anderer lesen, wo manche Leute Gedanken haben, die sie verstecken wollen. Übrigens, ich mag dich. Ich weiß aber nicht genau, warum. Du bist wie wir, aber das ist nicht alles. Deine Gedanken sind vielseitig, wie ein Prisma. Ich will einfach noch mehr darüber wissen. Lass uns Freunde sein, auch wenn es schwierig ist. Ich verspreche, dass ich nicht in deinen Gedanken lese. Hast du das gehört? Schön, dann möchte ich wieder etwas von dir wissen. Was kannst du gut? Oh, yes. Ja, gut. Ich kenne mich gut mit Modus. Nein. Keine guten Sachen. Ja. Was kann man gut? Ich kann Dinge sammeln, ins Inventar ablegen und nie wieder rausgeben. Das kann ich gut. Ich sagen sammeln. Weil kämpfen kann ich wirklich nicht. Ich sammle auch gerne. Was sammelst du denn? Und wie machst du das? So wie ich, indem du herumfliegst? Das Viech macht mir Angst. Stören wir etwa? Jop. Alter, das ist die einfachste Aussage der Welt. Guck einfach grimmig. Komm, wir gehen weiter. Ich möchte Oriente vorstellen. Ich kann dir auch etwas beibringen. Komm, wir gehen weiter. Ich möchte. Hat gar nicht umgeklickt. Gut. Haben wir es doppelt gelesen? Doppelt hält besser. Und ab von diesem ekelhaften Vogel. Das ist ein wirklich hässlicher Vogel, Luna. Aber da guckt er nicht so grimmig. Da guckt er überhaupt nicht grimmig. Und ich muss unbedingt nachher nochmal Kommandos kaufen. Wie lange ge gelten die noch, Vater? 2 Stunden, okay. Ich gleich mal kurz los. Und Kubatus kaufen. Okay, ja, das ist grimmig. Das ist grimmig. Das hat schon mehr Ähnlichkeit. Komm ich da rein? Nein. Da komme ich rein. Hallo Meteon, hast du eine Freundin mitgebracht? Hallo Ayante, kennst du mir einen Apfel machen? Hermes macht sie immer mit ganz viel Zucker drauf. So einen möchte ich mit Daria essen. Ein Zuckerapfel meinst du? Ja, die liebt sehr gute Hermes. Aber du kannst doch gar nichts essen. Was? Ich liebe die süßen Äpfel, aber auch. Oh Gott. Mach mir was zu essen und werde dann mein Haushalt bald werfen. Viel Erfolg und Spaß noch. Vielleicht bis später. Mach das, Iron. Und lass es dir schmecken. Ich habe übrigens auch Hunger. Ich werde zwischendurch mal hochgehen und mir meine letzten Käsewürfel runterholen. Und beide mein Traum. Ich habe nämlich auch echt Hunger. Es ist deine Gabe. Hermes liebt die Äpfel und deswegen liebst du sie auch. Ich kann dir leider gerade keinen Zuckerapfel machen, aber Hermes wird es bald tun. Hab nur etwas Geduld. Er hat eben 12 Frühlingsrunden. Oh Leute, ich hab Hunger.
Na gut, doch, ich könnte mir auch Pommes und so diese asiatischen Taler, die ich neulich gegessen habe, die könnte ich mir auch machen. Stimmt, Luna, das ist eine sehr gute Idee. Wenn ich gleich meine erste Pinkelpause mache, hau ich mir einfach was in die Eisluftfritteuse. Geh wieder runter, spiel 20 Minuten und dann kann ich hochgehen und es mir rausholen. Das ist eine super Idee. Ich weiß, was ich esse. Wobei das Essen von Iron übertrifft das natürlich nicht. Iron, ich habe gehört, du machst mir irgendwann mal was zu essen. Okay, so. Ach, das tut mir so leid. Ich wollte doch so einen leckeren Apfel mit dir essen und hören, was du gerne isst. Schick dir Bacon an Pretty Bad Boss. Ja, nicht nur den Bacon, auch die Käsesoße und. Na gut, die Pommes habe ich selber. Die Käsesoße und den Bacon. Den einmal per Post schicken. Dann bin ich glücklich. Allerdings darf er nicht verschimmelt sein. Ne? Mit Eillieferung. Mir hat meine Lieblingsspeise verraten. Yep. Juhu, ich fühle mich schon, wie sehr du mich magst. Ah, wie sehr du es liebst. Was? Danke, dass du mir das verraten hast. Das macht dich wirklich glücklich. Ich habe dir gar nicht verraten, was ich essen will. Also, was ich am liebsten esse. Oh Gott. Das schon mit Hermes und die anderen mit ihrer Besprechung fertig. Sollen wir mal gucken gehen? Wie steht hier immer noch? Hi. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr euch etwas abgelenkt? Sehr, es hat sehr viel Spaß gemacht. Daya hat gesagt, dass sie hier ist, um etwas über Elpis und dich zu lernen. Ich habe ihr ganz viel beigebracht und meine Fähigkeit und deine Zuckeräpfel. Ich glaube nicht, dass meine Essensgewohnheiten von Interesse sind. Auf. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Wir haben unsere Besprechung zu ihm beendet. Beendet kann man das auch nennen. Du hast lediglich auf eine Antwort verzichtet und so getan, als würdest du in Arbeit versinken, wovon wir uns jetzt selber überzeugen werden. Entschuldigung. Ich werde Emmett Sech und Lodeus ein paar meiner aktuellen Projekte zeigen. Möchtest du uns begleiten? Vielleicht nützt es dir auf deiner Suche nach Wissen. Ich sag's nur, damit alles klar ist. Das Ding da arbeitet nicht für uns oder den Konvent. Wir haben es im Propyläon, oh Gott, Propyläon gefunden. Falls er oder sie oder was auch immer sein Wissen ausplaudert, habe ich nichts damit zu tun. Ich weiß, aber sie hegt keine bösen Absichten. Sonst hätte Metheon es bemerkt. Sie ist wirklich nett. Ich habe auch viel über sie gelernt. Komm, sehen wir uns Hermes Arbeit an. Du findest bestimmt etwas Interessantes. Bestimmt. Ich habe eine neue Ausrüstung. Ich bin ein Einhorn! Pieks! Ich brauche keinen Bogen mehr. Ich spieß die Leute einfach auf. Warte mal. Zack. Ah, aufgestochen. Ja.
Huch, was mache ich hier? Ich muss doch mit Herbert reden. Hi. Ja, renn ruhig weiter vor. Ich muss dich sehen. Also dann, ich habe ein paar Beobachtungen auf freier Flur anzustellen. Die erste findet im Osten der Anganorisis statt, wo auch die Ambistomas waren. Bitte um Vorsicht, denn im freien Gelände halten sich auch wilde Kreaturen auf. Ja, komm. Stell ich mich auch gleich mal mit rein. Gott, ist mein Pferd klein im Gegensatz zu den Viechern. Na gut, etwas. Nicht so viel. Ach Gott, ich sehe nichts mehr. Hui. Richtung Westen. Ach, das ist das Ding, was wir vorhin... Ne? Aber ich glaube eher, dass es da oben ist. Oder? Weil hier hinten hat die nichts gefunden, oder? Ich glaube, das ist das Ding, was da oben... Oh, kommt man da überhaupt hoch? Wahrscheinlich. Wir schauen einfach. Dann vertausche ich das gerade mit dem da hinten, wo ich da gewesen bin. Ich weiß es nicht. 77. 15. Nee. Nee, das ist da oben. Schade. Genau da. Da komme ich noch nicht hin. Das dauert noch. Oh mein Gott, was ist das denn? Das war ein sehr, sehr gutes Wesen. War ein Yokai. Ah! Ja, okay. Hatten wir uns darüber nicht irgendwann schon mal unterhalten? Diese Petaluda-Art ist erst vor kurzem freigesetzt worden. Ja, sie macht sich prächtig. Ihre Existenz ist stabil und sie fügt sich gut in ihrem Lebensraum ein. Wir werden die neue Subspezies bald auf den Planeten schicken können. Sag, weißt du, wie mein Lebewesen von magischen Lebewesen unterscheidet? Man leckt sie an. Am Vorhandensein einer Seele. Wenn der Körper die richtige Beschaffenheit hat, formt sich eine Seele und wir sprechen von einem Lebewesen. Wenn der Körper alleine, aber nicht in der Lage ist, eine Seele zu halten, zum Beispiel, weil er in einem Ritual geschaffen wurde, wird sich auch keine Seele auf natürliche Weise formen. Welch ein Geschöpf mag von außen wie ein Tier oder eine Pflanze aussehen, aber diese unbestellten Existenzen bezeichnen wir als magische Lebewesen. Es ist uns nicht gegeben, eine Seele zu schaffen, und es wäre anmaßend, es zu versuchen. Gehen wir weiter. Im Norden steht ein Leuchtturm, und ich habe Bericht erhalten, dass sich dort magische Lebewesen zusammenrotten. Okay, im Norden war ich noch nicht. Ich mag Metterlinge. Metterlinge sind toll. Ui. 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 Nein, nimm die Treppe. Tatsächlich, Blitz
Knurmaß. Was? Wir nennen diese Anlage Leuchtturm, aber eigentlich dient sie dazu, die Lufttemperatur in der Umgebung der Insel zu regulieren. Das geschieht durch eine Anpassung des Elementargleichgewichts. Deswegen können wir in der Nähe schon mal außergewöhnliche Fluktuationen auftreten. Die Blitzpneumas sind hier, um sich mit blitzelementaren Äther aufzuladen. Oder anders gesagt, sie haben Hunger. Jo, okay. Metheon spricht gerade mit Ludeus und Emmet Selch. Jo, lass du doch. Würdest du die Pneumas bitte füttern? Was? Ich jetzt, oder was? Mit diesem Gewitterkristall kannst du die blitzelementaren Äther aus der Umgebung sammeln. Ihn hat nicht für ein Level abgereicht. Dann erzeugst du in der Nähe des Pneumas eine Blitzkugel, in der sie sich gütlich tun können. Dann machst du halt noch eine nächste. Immer noch zu weit weg. Das wäre schon nah genug dran. Gut, machen wir das jetzt so. Ich sehe dich. Fertig. Ah, sieh nur. Dich auch. Er wird schlimm, wenn nicht. Merkt sie doch, sie lieben es. Nur wenn sie sich nicht mit Worten verständigen können, heißt das nicht, dass sie nichts empfinden. Wir mögen sich für einfache Geister halten, aber können wir uns das da so sicher sein? Egal ob beseelt oder unbeseelt, jedes Leben ist wertvoll. Ist mit Theo dein meistens lieber wir? Tja, das zu entscheiden ist eigentlich Aufgabe des Büros des Architekten. Ludeus und andere wie er können solche Dinge mit ihrer Gabe des Sehens zweifellos erkennen. Aber für mich ist mit Theo einfach mit Theo. Das genügt mir. Seid ihr schon fertig? Habe ich bei eurer Beobachtung gestört? Nein, wir plaudern nur ein bisschen. Aber es gibt noch mehr zu tun. Gehen wir weiter. Östlich von hier ist Letes Gruß. Ich habe ein paar Dinge mit den Beobachtern dort zu klären. Also, falls mir tatsächlich was fehlen sollte, hätte ich noch mal Dailies, die ich machen kann. Oh Gott. Ja, ist ja gut gebrüllt, Viech. Warte, östlich. Östlich ist da. Bitte sag, ich darf hier runterspringen. Ja, ich darf hier runterspringen. Schön. Oh Mann. Ich
habe gerade was im Kopf, ich sage es aber nicht. Oh. Naja, ich musste gerade so ein bisschen an Bibi und Tina denken. Prächtig, nicht wahr? Wir nennen diese Kreation Ampelos. Die Beobachtungsphase hat gerade erst begonnen. Ich kann sie singen, deswegen lasse ich es. Ich summe vor mich hin. Aber da muss ich gerade voll dran denken. Dürfte ich kurz stören? Wie läuft es denn? Ah, die Blümchen. Das sind Elpisblumen. Sie sind Entelechien, wie ich. Diese Blumen wurden hier erschaffen. Sie tragen den Namen der Anlage. Eine Forscherin schuf sie zufällig beim freien Experimentieren. Sie liebte nichts mehr, als die schönsten Blumen zu schaffen. Sie vermögen es, in den Herzen ihrer Betrachter zu lesen und ihre Farbe den Gefühlen entsprechend zu ändern. Und doch strahlen sie meist im reinsten Weiß. Ganz gleich, ob hier oder anderswo. Sie können Gefühle erkennen? Wie machen Sie das? Die Schöpfung kennt neben dem Äther noch eine weitere Kraft. Eine, die von Emotionen angetrieben wird. So wie wir den Äther manipulieren, kann die Blume diese Kraft wahrnehmen und Farbe und Glanz ihrer Blütenblätter ändern. Sie ist nicht intelligent, sie reagiert einfach nur auf die Emotionen, die in ihrer Umgebung gerade überwiegt. Akasha ist ein Konzept aus Ratsatans eigenem Stil der Alchemie. Es ist eine der unsichtbaren Mächte. Es ist die Kraft, die von Gedanken und Gefühlen bewegt wird. Akasha. Den Namen habe ich noch nie gehört, aber die Kraft, so wie du sie beschreibst, ist mir vertraut. Wir nennen sie Dynamis. Und Lebewesen wie die Elpisblume, welche mit dieser Kraft interagieren, nennen wir Entelechien. Das bin ich, eine Entelechie. Das bist du, meine Liebe. Und nicht nur irgendeine, sondern die erste mit einem eigenen Verstand. Moment mal, was für eine weitere Kraft soll das sein, dieses Dynamis? Davon höre ich zum ersten Mal. Das wundert mich nicht. Dynamis entzieht sich jedem unserer Sinne. Theorien zu seiner Existenz gab es schon länger, aber erst die zufällige Erschaffung der Elpisblume brachte den Beweis. Als Kraft ist es viel schwächer als der Äther. In den meisten Umgebungen wird es von ihm gänzlich überlagert. Daran liegt es auch, dass Lebewesen wie wir, die aus Äther bestehen und mit ihm wechselwirken, nicht in der Lage sind, das Dynamis zu nutzen. Es ist eine wahrlich schwer zu greifende Kraft und als solche nur wenigen Forschern bekannt. Verstehe. Zweifellos ein faszinierendes Konzept. Aber wenn es so eingeschränkten Nutzen hat, warum hast du dann dieses Meteon überhaupt geschaffen? Aetheris verfügt über eine besonders hohe Ätherdichte. Der Äther ist so dominant, dass unser Planet nach ihm benannt wurde. Wenn man aber die gesamte Energie aller Welten und des Raumes zwischen ihnen betrachtet,
erkennt man, dass das Dynamis knapp 7/10 davon ausmacht. Es ist mit Abstand die am weitesten verbreitete Kraft im Universum. Wenn wir sie unter unsere Kontrolle bekämen, wären die Möglichkeiten wahrlich grenzenlos. Bislang ist das Dynamis ein ruhiger Strom, eingegrenzt in den steinernen Bahnen des Äthers, den er nicht zu durchstoßen vermag. Doch wenn wir ihm die Gewalt eines Wasserfalls verliehen, könnte er sich aus seinem Gefängnis befreien und großartige Wunder vollbringen. Glaub nicht, dass ich derlei Ambitionen hege. Ich wollte lediglich ein Lebewesen erschaffen, das sich in den Raum zwischen den Sternen erhebt. Äther hält sich dort nur schwer, also musste ich mich einer anderen Energiequelle bedienen. Dynamis. Das ist also der Grund, warum ihre Äther-Architektur so labil ist. So ist es. Dein Äther ist auch schwach. Darum habe ich gedacht, dass du auch eine Entelechie bist. Wie ich. Und? Bist du eine? Du schieb einfach alles auf Abbott. Na komm. Wir sind nett. Wohl kaum. Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber du sahst mir eher wie ein gewöhnliches Familiar aus. Und zwar eins, das kurz davor stand, sich aufzulösen. Hallo. Sei nett. Ein Mangel an Äther allein macht noch keine Entelechie. Es erleichtert allerdings die Interaktion mit dem Dynamis. Dies könnte ein Vorteil sein, der über Sieg und Niederlage entscheidet. Unterschätze diese Besonderheit nicht. Da ist jemand müde. Ach, den hatte ich ja ganz vergessen. Wenn ihr mich einen Augenblick entschuldigen würdet, ich muss noch ein paar Dinge überprüfen. Eine Werbung dreimal wert. Glückwunsch, Luna! Oh, ich krieg mein Bein. Ich muss zugeben, ich finde es etwas erstaunlich, dass es auch Kräfte gibt, die mir unbekannt sind. Dass es davon jenseits des Himmels so viele geben soll. Allerdings leben wir mit und für dieses Gestirn. Äther gibt es hier in Hülle und Fülle. Also warum sollten wir die Namens nutzen? Trotzdem, Hermes Wissen über das Reich der Sterne ist beeindruckend. Umso wichtiger ist es, dass er den Sitz des Vandanier im Konvent der 14 annimmt. Aber er will ja nicht. Er hat seine eigene Agenda, auch wenn sie mir nicht ganz einleuchten möchte. Und warum bist du da drin? Oh, hast du Interesse an mit sich gefunden? Nein! Ich wollte nur nachfragen. Lass mich erklären, wie er zu seinem Sitz kam. Also, zuerst war es so, dass... Hör schon auf, das ist doch alles Geschwätz von vorgestern. Du bist hier, um etwas über Hermes zu erfahren, nicht über mich. Wenn wir hier fertig sind, siehst du mich nie wieder. Nett. So, ich werde mir aber einmal ganz kurz mein Essen in die Heißluftfritteuse werfen. Dauert dann ja eh noch 20 Minuten mindestens, bis es fertig ist. Und ich hoffe, dass ich den Stream gerade mal kurz allein lassen kann, ohne dass hier irgendwas abstürzt. Ja. Und ich bin dann gleich wieder da. Ich kann mir dann gleichzeitig auch noch schnell eine Jacke holen. Hier ist nämlich doch etwas sehr kalt, trotz Heizung. Bis gleich und genießt die Musik.
So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich nur dran denken, dass ich in... 20 Minuten. 15 bis 20 Minuten das Essen runterhole. Es ist nicht schlimm, wenn ich es vergesse. Sagen wir es mal so. Da ist ja nur eine Heißluftfritteuse, aber trotzdem. Und hier haben wir gleichzeitig noch eine Jacke geholt. Es ist einfach so kalt. Der Raum hat sich noch nicht weit genug aufgewärmt. In 2 Stunden sitze ich ja wahrscheinlich wieder und schwitze, aber für den Moment ist es kalt. Sehr kalt. Oh Gott. Wie seid ihr denn? So, jetzt bin ich hier fertig. Der Ampelos ist bereit, um dem Planeten zu dienen. Bei der Gelegenheit haben meine Kollegen mir berichtet, dass es Probleme mit dem Charybdis gibt. Was? Es ist gleich hier in der Nähe. Ich sollte besser mal nachsehen. Er mit sich, Hydlodeus, begleitet mich. Unser Ziel ist im Norden von Philomites Notus. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Es ist so schön hier. Freue ich mich, wenn ich hier fliegen kann. Danke, Luna. Diese Beobachtung der Charybdis wäre also abgeschlossen. Es gab damit Probleme, wie ich hörte. Ah ja, so ist es. Die Charybdis basieren auf einer aquatischen Spezies und wurden an das Leben am Land angepasst. Wir haben ihre windelementären Affinität erhöht, um ihnen die Fähigkeit zu fliegen zu verleihen. Mit der Urgeneration hatten wir keine Schwierigkeiten, aber im Laufe der natürlichen Reproduktion machten wir eine Beobachtung. In der 3. Generation wurde ein Exemplar geboren, dessen aquatische Phänotypen besonders dominant ausgeprägt waren. Die windelementaren Eigenschaften traten dahinter rezessiv zurück. Wir konnten es einfach nicht dazu bringen, zu fliegen. Ja, dann fliegt es halt nicht! Eine Abweichung dieser Art, schon in der 3. Generation, das ist ein inakzeptabler Mangel in der Stabilität. Der leuchtet aber schon. Ja, dachte ich auch! So, und jetzt, ne? Kommt so an hier. Ich finde ja alles, was blau leuchtet, richtig, richtig schön. Ob es diese Blümchen hier in dem Spiel sind oder, ne, es ist irgendwie, mag blau. Die Spezies wird in den Äther zurückkehren müssen. Wir werden das Konzept überarbeiten und wenn die Probleme gelöst sind, dem Büro des Architekten erneut zur Prüfung vorlegen. Ja, das Exemplar ist zu wasseraffin. Es wird den Wind nicht so kontrollieren können wie seine Artgenossen. Im Gleich die Flugfähigkeit abzusprechen. Vielleicht braucht es nur etwas mehr Zeit. Ich werde mich selbst in die Lüfte erheben, in verwandelter Gestalt und dieses Exemplar bei der Kontrolle des Windes helfen, bis es den Dreh raus hat.
Wirklich? Ihr wollt euch persönlich für dieses Konzept einsetzen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, er sagte, dass er sich verwandeln würde. Was ist daran so sonderbar? Das bedeutet nicht mehr, als dass man sich eine neue Gestalt aus Äther macht. Ein Kinderspiel. Denn sind es nicht gerade die Kinder, denen es am leichtesten fällt, die Fesseln des Fleisches abzustreifen und den Geist frei wandern zu lassen? Nicht, dass ich Kinder besonders mögen würde. Aber so viel haben sie den Erwachsenen voraus. Aber zurück zum Thema. Eine Verwandlung ist auch immer eine Bloßlegung der innersten Kräfte. Eine Peinlichkeit, so als würde man ohne seine Robe über das Makarensis-Forum flanieren. Willst du das wirklich vor unser aller Augen tun, Hermes? Wo denkst du hin? Es geht mir doch nur darum, dem Tardive Chabides mit etwas Wind auf die Sprünge zu helfen. Zugegeben, es ist etwas viel Aufwand für eine Beobachtung. Aber wenn es hilft, die Chabides als Art zu erhalten, bin ich gewillt, meinen Teil dazu beizutragen. Schließlich geht es darum, das Gestirn zu verbessern. Da braucht einem nichts peinlich zu sein. Ja, aber... Dürfte ich einen Vorschlag machen? Endlich würdest du das Exemplar, das nicht fliegen kann, von den anderen Chavides trennen? Hallo. Die anderen bleiben einen Moment hier. Ich habe etwas vorzubereiten. Was hast du jetzt wieder vor? Wart's nur ab. Du wirst dem Konvent nicht berichten müssen, dass der gute Hermes sich vor unseren Augen verwandelt hat. Habe ich recht? Dann vertrau mir und gedulde dich einen Augenblick. Ich leih mir die Wollmilch mal kurz aus. Ist Emmett nicht außer Reichweite? Gut. Ich möchte nämlich, dass er dem Chabides hilft. Er kann fliegen, ohne sich verwandeln zu müssen, weil den Wind Äther sehen kann. Mit ein bisschen Einsatz wird es ein leichtes sein, dem Chabides dabei beizubringen, den Wind auf die richtige Art und Weise zu nutzen. Ein guter Gedanke. Danke für deine Hilfe. Aber nicht doch. Ich möchte nur vermeiden, dass ich den Amtierenden von Daniel von einer unziemlichen Verwandlung berichten muss. Alter, würdest du ihm tatsächlich mitteilen, dass wir eine Bitte an ihn haben? Er wird zuerst ablehnen. Aber lass dich locker. Er wird sich drüber reden lassen. Wenn auch nur dich, um dich loszuwerden. Hab keine Angst. Was wird schon passieren? Er tatsächlich mag seine Launen haben. Aber er hat kein... Punkt. Aber er ist kein Monster. Naja. Ja, meine Bitte. No. Ist er denn ganz? Also, hat der Kerl erstmal einen Kilometermarsch hinter sich gebracht? Da. Achso, ja. Warte.